I was broken, I kept choking on everything I said to you. My mind was racing, my heart was breaking, felt like the love was terrible. Hi, willkommen bei Tag Nummer 2 der Tischtennis-Saisonvorbereitung. Schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Heute gehen wir mehr in das Thema rein, in die Periodisierung des richtigen Trainings. Also, wie gehe ich vor, wenn ich mit der Saisonvorbereitung starten will? Da gibt es ja verschiedene Perioden immer. Da gibt es die Wettkampfperiode, Vorbereitungsperiode. Dann gibt es, also jeder Sportler geht auch unterschiedlich vor. Und in jeder Sportart gibt es auch unterschiedliche Phasen. Also das heißt, im Tischtennis ist ja die hauptsächliche Wettkampfphase zwischen September und April, wenn du deine Ligaspiele hast. Im Sommer kannst du klar deine Turniere spielen, aber im Endeffekt ist genau dann die Vorbereitungsphase. Und in dieser Vorbereitungsphase können wir wieder ganz genau betrachten, wie gehen wir da vor. Also bauen wir mehr Krafttrainingübungen ein, mehr regelmäßige Übungen, unregelmäßige Übungen, gehen wir auf die Schnellkraft, auf die Ausdauer. Das ist bei jedem Sportler unterschiedlich und vor allem auch bei jedem Tischtennisspieler unterschiedlich. Wichtig ist aber, dass du zu Beginn jeder Saisonvorbereitung erstmal die Basics wieder sicherst. Also wieder die Basics festigst, um so dann ein sicheres Gefühl zu haben. Was ich damit meine ist, zu Beginn wirst du erstmal oder solltest du erstmal regelmäßige Übungen spielen. Das heißt, du weißt ganz genau, wo der Ball hinkommt und du kannst dann die Bewegung schön sicher und sauber ausführen. Danach kannst du dann wieder mit unregelmäßigen Übungen starten oder mit Aufschlagübungen. Klar, ein Profi zum Beispiel oder jemand, der schon sehr sicher ist, wenig Pause gemacht hat zwischen den Ligaspielen und dann wieder der Vorbereitungsperiode, der braucht natürlich nicht so viele regelmäßige Übungen spielen. Das ist ja auch oft ein Fehler, gerade bei Jugendlichen. Die spielen viele regelmäßige Übungen, haben dann ein gutes Gefühl bei den Bällen, aber im Wettkampf verzweifeln sie dann oft, weil eben die Bälle unterschiedlich kommen und dann entstehen Probleme, die vorher nicht da waren. Deswegen ist es wichtig, Übungen zu spielen mit unterschiedlichen Trainingspartnern. Das heißt, im Optimalfall besuchst du Trainingscamps oder fährst zu anderen Vereinen, um dann mit unterschiedlichen Trainingspartnern zu spielen, aber die gleiche Übung. Das heißt, ich zum Beispiel trainiere oft eine Übung, die heißt 1 bis 3 Bälle in die Rückhand und 1 bis 3 Bälle in die Vorhand. Und diese Übung klappt mit einem Trainingspartner immer sehr gut. Wenn ich dann jedoch nach einer Woche zum Beispiel mit einem anderen Trainingspartner trainiere, der vielleicht aggressiver blockt oder andere Beläge spielt oder vielleicht sogar mit dem Zerloid statt mit dem Plastikball spielt, dann fliegen die Bälle ganz anders. Wichtig ist es deshalb, vor allem in der Vorbereitungsperiode mit unterschiedlichen Trainingspartnern zu spielen, um so ein sicheres Gefühl auch für den Wettkampf aufzubauen. Also wenn du selber besser werden willst und mit der Saisonvorbereitung startest, dann konzentriere dich zu Beginn immer auf die Basics. Baue die Basics auf, festige diese und dann kannst du Schritt für Schritt besser werden. Das beste Beispiel dafür ist die Schule. In der Schule fangen wir ja auch nicht mit der Abiturprüfung an, sondern mit der ersten Klasse. So können wir uns Schritt für Schritt weiter nach oben arbeiten, können immer besser werden und ganz am Ende sind wir auf dem Level, auf dem wir sein wollen. Genauso ist es auch bei den Tischen der Saisonvorbereitung. Wenn wir mit den Basics anfangen und diese immer weiter aufbauen, immer weiter verbessern, dann sind wir ganz am Ende bei dem Level, an dem wir sein wollen. Viele jedoch sehen immer nur die Abiturprüfung oder nur das Ziel, ich will 2000 DDR-Punkte haben oder ich will in dieser Liga spielen. Aber wir müssen eigentlich das Ganze herunterbrechen und sehen, okay, welcher ist der Grundbaustein, auf dem alles steht. Im Tischtennis sind es zum Beispiel die einfachen Schläge wie Vorhand, Topspin, dann ein guter Aufschlag. Wenn wir bei den Basics anfangen, die wir immer können müssen, dann können wir auch darauf aufbauen. Danach können wir auch die Feinheiten wie den Vorhandflip verbessern oder andere Ausschlagvariationen und dann können wir eben auch besser werden im Tischtennis. Wir müssen uns also die großen Ziele herunterbrechen und dann bei den Basics anfangen. Wir müssen also zu Beginn die Basics festigen und verbessern, um dann unsere großen Ziele erreichen zu können. Das war Video Nummer 2 der Tischtennis-Saisonvorbereitung. Morgen geht es weiter mit Video Nummer 3. Da habe ich ein sehr interessantes Thema für euch, denn jeder kennt diese Situation, von der ich morgen berichten werde. Dazu habe ich eine Story, die mir erst vor kurzem passiert ist und diese Situation war auch selbst für mich schwierig. Ich werde euch jedoch zeigen, wie man mit dieser schwierigen Situation am besten umgeht
und etwas Positives daraus mitnehmen kann. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.